Pixel. Und falls jetzt noch einer meckern sollte, dass ich den C16 und den Plus 4 und den Pad und was ich alles vergessen habe. Wie gesagt, es gab damals in den 80er Jahren sehr viele verschiedene Computersysteme und die waren noch nicht mal innerhalb eines Herstellers kompatibel. Und deswegen werde ich mich jetzt wirklich hier auf das System beschränken, was ich damals hatte, womit ich mich ganz gut auskenne. Amiga 500 habe ich zwar ja auch den rumstehen, aber ich habe keinen Plan, ob der funktioniert. Ich habe den irgendwann mal bekommen und dann einfach in der Ecke stehen lassen. Weil wie gesagt, ich kenne mich mit Amiga so gut wie überhaupt nicht aus. C64 Anwender gewesen und 28er Anwender gewesen, aber den Amiga habe ich komplett übersprungen. Der erste Amiga 500 / glaube ich 2000, der hat mich erst 1998 besucht oder 1999, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ne? Und dann wusste ich auch nicht, hilf. Nee, ich korrigiere mich, ich lüge. 96, 97. Ja, aber von den Dingern keinen Plan gehabt, jetzt immer noch nicht. Doch ein klein bisschen, ich weiß, wie man das Amiga OS installiert. Programm aufruft, aber jetzt genau mit dem Ding umgehen kann ich ehrlich gesagt nicht. Aber hierhin zurück. So, wir gehen jetzt mal so ein klein bisschen auf die Unterschiede gehäusetechnischer Natur ein, die so die verschiedenen Computer hatten. Wie gesagt, der lief bei mir als C64. Ich glaube, dem hat damals der Arbeitskollege meinem Vater auch als C64 verkauft, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ne? Und da ich damals noch keinen richtigen C64 gesehen habe, dachte ich, das wäre einer. Ja, aber bis ich dann später beim Kollegen rausgefunden habe, nee, ich habe zwar einen, ich habe nur 28D, der ist nur C64 kompatibel, sieht anders aus, verhält sich aber wie einer. Ne? So, das war meiner hier. Was haben wir hier unten? Hier drunter ist das Keyboard. Damals den 128D in der Plastikvariante konnte man nämlich auch verstauen. Keyboard drunter, hier hinten Kabel dran auf der anderen Seite. Also hier kann man drum wickeln die Kabel. Dann hat man den Griff zum Tragen. Ich hätte fast gesagt, ein Portable hätte man jetzt gehabt. Ne? Tragbarer Computer. Die Metallvariante vom 128er, die hier hat das alles schon nicht mehr. So, weiter geht's. Was haben wir noch als im Angebot? Dann auf der Seite hier die Schnittstellen. Fangen wir mal an hier unten beim C128D. Hier wird das Keyboard angeschlossen. Control-Port 1, Control-Port 2. Da werden die Joysticks oder auch eine Maus angeschlossen. Richtig gehört, eine Maus. Jedenfalls, wenn man mit GIOS arbeitet. Man konnte zwar auch den Joystick benutzen, aber eine Maus war ganz gut gewesen. Dann hat man hier Drive Reset, damit konnte man dann die interne Floppy zurücksetzen, quasi softwaremäßig neu starten, weil beim 128D konnte der Computer und die Floppy nur über einen gemeinsamen Ausschalter eingeschaltet werden und ausgeschaltet werden. So, hier Neuerung im Gegensatz zum C64 auch ein Reset-Knopf, der standardmäßig ab Werk verbaut war. Das war ein schöner gravierender Vorteil gegenüber des C64. Ich weiß noch, als ich den habe ich 87 bekommen, meinen ersten C64 1990. Ich war da ein bisschen verwirrt, als dann plötzlich kein Reset-Knopf mehr dran war, wo ich mir den für einen User-Port nachkaufen musste. Dann hier oben geht es dann weiter. 3 C64s hier. Anschluss für das Netzteil für Strom, hier An- und Ausschalter und hier auch hier Control-Port 1 und 2. Das sind so eigentlich die Gemeinsamkeiten mit dem 128D, dass zwei Control-Ports auf der Seite zu finden sind, wie gesagt, für Maus, Joystick. Ja, genau. Und Lichtgriffe, glaube ich, auch. So ein Lichtgriffel, wie nannte man sich nochmal? Lightpens hießen die im Englischen, ne? Wo man dann mit dem Lightpen dann auf dem Bildschirm rumtatschen konnte.
So, dann haben wir das Ganze, die vier mal von hinten gesehen. Hier von oben nach unten. Auf allen Computern haben wir den Expansionsport. Und man sieht hier schon, oben beim C64, beim Originalen, ist nichts beschriftet. Unten beim C64C hat man dann das Ganze dann beschriftet, damit man dann auch wusste, wo man es reinsteckte. So, wie gesagt, ein Laie, der das Ding aufgebaut hat, der nicht die Gebrauchsanweisung reinguckt hat und dem Verkäufer nicht zugehört hat, wenn man das Ding aufbaut, der stand dann schon leicht verwirrt davor und ja. Hat dann Handtuch geschmissen, hätte ich fast gesagt. So, wie gesagt, beim C64C war schon besser, dann da stand nämlich drauf, was wo reingesteckt worden ist. Dann der nächste Computer, wieder C64C in Brutkastenform, allerdings, na, kann man das sehen, allerdings sind da jetzt Beschriftungen drauf, die aber nicht so richtig passen wollen. Okay, was wir sehen, bei User Port passt ja noch. Kassette ist irgendwie so ein bisschen versetzt. Und jetzt kommt. Okay, das stimmt auch noch. Seriell Video ist noch richtig. Aber jetzt kommt etwas. Da merkt man, hüps. Einmal hier oben die Beschriftung RF und HL sind falsch. RF zeigt hier drauf. Das ist aber eigentlich dieser HL, beziehungsweise wie er beim 128D und beim C64C heißt hier LH. Das ist eigentlich hier, wo der C64 hier noch diese Schraube hat, wo man den Sender von 36 auf 40 und so umstellen konnte. Ja, und eigentlich gehört nämlich das Ding dann hier drüber und RF gehört eigentlich, achso, hier seid ihr. RF gehört eigentlich dahin. Müsste eigentlich hier sein und nicht da. Und was hier auch anders ist, hier steht Memory Expansion. Während beim C64C Expansionsport und beim 128D ebenfalls Expansionsport steht. Ja, was ist da passiert? Diese Gehäuse wurden, was ist der C16? Ich glaube, der C16 war es gewesen. Die schwarze Bestie für die gefertigt. Und da kommt dann eigentlich hier der Memory Expansion rein, beziehungsweise hier wurde dann die, wenn ich mich jetzt nicht täusche, die 1551 angeschlossen. Und auch die Kassette hat nur noch einen kleinen Plug gehabt, so wie PS2 mäßig, Mini, wie nannten die sich damals, Mini-DIN-Stecker nannten die sich, glaube ich. Hm? Deswegen sieht es dann wieder anders aus. Ansonsten, wenn man jetzt so guckt, wenn man zurückfährt, sind eigentlich sonst die ganzen Anschlüsse wirklich identisch. Vom oben vom C64 bis zum 128D durch. Allerdings hat dann zwei Anschlüsse sind anders. Naja, man genau hinguckt, eigentlich alle. Außer der User-Port ist noch gleich, der ist an derselben Stelle. Und der Expansionsport an derselben Stelle. Eins, was anders ist, der Kassettenport ist von der Stelle vom User-Port nach dahin gewandert. Aber aus dem Grund, weil der 128D hat hier einen RGBI-Ausgang. Und zwar für den 80-Zeichen-Modus. Da musste man sich jetzt einen extra Monitor verkaufen. Man konnte aber auch, soweit ich weiß, CGA-Monitore anschließen. Und wie gesagt, wer jetzt denkt, hups, das sieht ja aus wie ein Anschluss für eine Maus oder so. Nee, ist zwar ein Sub-D, wie nennen sie sich, Sub-D 9, aber ganz anders beschaltet. Wie gesagt, hier kommt dann, da wird Monitor angeschlossen für den 80-Zeichen-Ausgang. RF ist für, wie schon am C64 hier oben, da kann man dann das Fernsehen anschließen. Damals gemacht Antennenangang, Antennenausgang ab in Eingang vom Fernseher. Wenn man ein Video hatte, ab im Antennenangang des Videos und dann musste man per Sendersuchlauf den Sender 36 suchen. LH kennen wir schon vom C64 hier oben. Das ist hier, damit man, wenn der Sender 36 zum Beispiel vom Video belegt ist, was ja Standard ist, ich sage ja damals die Video 2000s von uns und die
Und der VS hatten beide den 36er-Sender belegt. Da musste man auch am Video selber mit einer Schraube dann die Sender künstlich verstellen, auf die er sendet. Und wie gesagt, hier ist ein HF-Modulator drin. Und die senden standardmäßig auf den Sender 36. Und wie gesagt, diese Schraube zum Einstellen ist da im C64C, bei dem C64 und beim 128D wegrationalisiert worden. Aber natürlich auch beim 128er, der von der hinteren Ansicht genauso aussieht wie der 128D, nur mit dem Unterschied, dass er dann die Dinger nicht hat, das hier fällt weg und er hat kein eingebautes Diskettenlaufwerk. Er ist dann mehr ein Tastaturcomputer, von der Form her identisch mit dem C64C, nur halt ein bisschen größer. Was haben wir noch im Angebot? Wie gesagt, Expansionsport, Schraube zum Einstellen der Sender, auf die der C64 sendet, standardmäßig, wie gesagt, 36, dann könnte man die umstellen, ich glaube von 36 bis 40. So, dann haben wir hier Video, wo halt dann man einen Monitor anschließen konnte. Da kann wie den 1084, 1085, 1802, 1701, 1702, keine Ahnung, das Angebot von Commodore war riesengroß. Und heute kann man, wenn man ein spezielles Kabel hat, wo sich selbst anbastelt, kann man hier das Ding an dem Fernseher anschließen, hier an ihm zum Beispiel, hier mit SCART-Eingang. Habe ich hier auch so ein Kabel rumliegen. Damit hat man letztens den 128D befeuert gehabt. Das ist seriell hier. Da wird die Floppy angeschlossen. Beim C-Fernseher, bei ihm hier ist es umgekehrt, wo hier das Videosignal ist. Der Videoanschluss ist hier der serielle Anschluss für Drucker und eine zweite Floppy. Videoanschluss ist hier, also es ist verkehrt rum. C64 hat hier Video seriell und bei ihm ist es umgekehrt. Da muss man aufpassen. Sonst kann es sein, dass ein Grobmotoriker dann anfängt, dann die Floppy zum Monitor umfunktionieren und andersrum. So, wie gesagt, deswegen Expansionsport. Kassette ist auf der Seite, bei 128D ist der Kassettenport von da nach dahin gewandert. Nur der Userport ist an derselben Stelle. Gut, das waren soweit jetzt die Anschlüsse von hinten. Vielleicht ein klein bisschen verwirrend gewesen, ne? Weil ich das gerade durcheinander gemacht habe, gebe ich zu. Und dann, was der 128 auf der Seite hat, ist der Ein-Aus-Knopf und der Griff zum Wegschmeißen. Und ihr seht schon, das Gehäuse ist groß, sehr groß, weil wie gesagt, hier ist auch noch die, ist ja sowohl das Motherboard vom 128 eingebaut, die Platine von der Floppy, die Ansteuerung. Das ist Kettenlaufwerk selber. Hier vorne ist dann noch so ein Netzteil verbaut, wie wir auf Bildern gesehen haben, die ich damals mal gezeigt hatte. Damals ist gut. Letzten oder vorletzten Monat. Ja, und man kann dann wunderschön oben drauf einen Monitor draufstellen. Was man beim C64 in Tastaturcomputern nicht machen kann. Gut, das waren jetzt erstmal die Schnittstellen, die wir so haben. Die bei allen Computern hier gleich sind. Natürlich gibt es dann wieder noch, wenn man jetzt sich noch das Metallmodell anguckt hier unten, was wir auch noch machen werden, sind natürlich dann noch ein paar Schnittstellen wieder anders. Zum Beispiel, dass dann die Kassette dann hierhin gewandert ist. Hier unten. Hier hinten die beiden Plastikdinger fallen weg. Dann fällt der Griff weg, der Schalter fällt weg, der wandert nämlich dann hier auf der Seite hin. Jo, das war's. Anschlüsse des C64-128Ds. Wie gesagt, hier ist noch das Kettenlaufwerk eingebaut, was man im C64 noch dazu kaufen muss. Wenn man den 128D eigentlich kauft, so wie er jetzt hier ist, könnte man eigentlich den Computer aufstellen und loslegen. Daten speichern. Allerdings war der da auch ziemlich teuer, deswegen
Wenn ich neu gekauft hat, muss ich mal gucken. Ich meine, der hat gekostet irgendwas mit 1500 DM. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Und der C64 war zu dem Zeitpunkt, ich meine, irgendwas mit 450 DM. Inklusive Geos. Wenn ich die C64-Ausgabe richtig im Kopf habe. Aus dem Jahr April 97. Da gucken wir auch nachher mal ein bisschen rein. Um mal zu sehen, was da so damals, was die Preise waren, was für Computersysteme zeitgleich verkauft worden sind, wie die ganze Peripherie, wie teuer die war, wie teuer zum Beispiel ein 10er-Pack Disketten waren, oder wie zum Beispiel, wie teuer eine 10 MB Festplatte für einen PC war. Ja, das gucken wir uns dann alles mal an. Gut, ich würde dann sagen, dass wir im nächsten Video, wir beenden diesen jetzt hier, diesen Teil. Ich will gucken, dass ich so 20 Minuten Parts pro Video mache. Höchstens 30 Minuten. Jo, dann sage ich mal, das war's erstmal. Wir schließen den im nächsten Video an, bauen ihn auf. Und ich sage dann mal, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, den da nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, ebenfalls den Daumen nach oben. Ja. Ansonsten den Kanal abonnieren, falls ihr noch nicht gemacht habt, damit ihr immer die neuesten Videos sehen könnt. Die neuesten Videos zu den ältesten Geräten. Genau. Ja, ansonsten. Das war's und wir sehen uns dann demnächst wieder. Tschüss.